Hi, wir sind's wieder, Stefan und Sedi von der Tape Art Academy, und hier wollen wir euch im Rahmen des Tape Art Workshops eine kleine Präsentation geben und euch so ein bisschen zeigen, was es mit Tape Art auf sich hat, was wir mit Tape Art zu tun haben und was wir noch so für Projekte machen und dann auch verschiedene Kunstwerke zeigen. Hier seht ihr uns nochmal, links Stefan und rechts ich, Cedric Kusanu. Und in der Mitte seht ihr schon so ein Ergebnis von einem der Workshops, die wir gegeben haben. Genau, angefangen hat alles so vor ungefähr 10 Jahren. Da haben wir das Künstlerkollektiv Tape That gegründet das ging los in Berliner WGs, an den Wänden haben wir dann so ein bisschen rumgespielt, das kam gut an. Dann haben wir das in anderen WGs gemacht und haben uns überlegt, okay, lass uns das doch mal ein bisschen ernsthafter verfolgen, und haben also dieses Kollektiv gegründet. Mittlerweile sind wir da zu 7 drin und machen das bis auf einen Vollzeit. Ganz unterschiedliche Projekte, das heißt, wir machen Interior Design, wir machen Aufträge, wir machen freie Kunstwerke, Ausstellungen. So ganz bunt gemischt und aber eben auch ganz viele Workshops. Und dann wurden wir irgendwann auch vom Auswärtigen Amt gefragt, hey, könnt ihr irgendwie diese Tape Art, das ist ja irgendwie so ein bisschen in Berlin auch eine ganze Szene entstanden, hier als Kulturaustausch präsentieren? Und dann war halt okay, lass uns dazu einen Workshop machen, und das hat total viel Spaß gemacht. Und daraus haben wir dann eben die Tape Art Academy gegründet. Genau, was ist Tape Art? Ursprünge und Entwicklung. Das ist, glaube ich, so eine der meistgestellten Fragen, wenn wir diese Präsentation bei den Workshops halten. Dann kommt häufig, okay, was ist denn alles Tape Art und wann wurde das erfunden? Und für uns ist das eigentlich eher so eine Definitionssache. Also da gibt es gar keine allgemeingültige Definition, sondern ja, für uns ist einfach alles, was irgendwie Kunst mit klebenden Materialien ist. Das heißt Klebebänder, klebende Folien. Auch bei Klebebändern gibt es ganz viele verschiedene Sachen, die man da benutzen kann. Und die Ursprünge ist auch so eine Sache. Es wurde halt schon in der Kunst immer schon Klebebänder als Hilfsmittel genutzt. Und deswegen kann man vielleicht schwer sagen, okay, wann wurde das erste Mal im Kunstbereich benutzt? Wenn man vielleicht einen Ursprung historisch benennen würde, dann wäre das wahrscheinlich ein Künstlerkollektiv aus Providence. Das war 1989, sind die auf die Idee gekommen, einfach mit Klebeband Umrisse, Figuren auf die Straßen zu kleben, und machen das seitdem sehr aktiv. Und das wäre dann wahrscheinlich für mich persönlich irgendwie so ein bisschen der Ursprung des Ganzen. Ja, und vor allen Dingen wichtig nochmal zu sagen, davon ist auch das Bild, was wir hier vorne in der Präsentation gerade gesehen haben. Genau. Jo. Ja, genau. Dann haben wir 2016, beziehungsweise haben die Jungs, da war ich jetzt nicht dabei, aber während einem dieser Auslandstrips die Idee gehabt, die Tape-Art-Szene mal so ein bisschen zu vernetzen und einfach verschiedene Künstler, die wir cool finden, die wir gut finden, nach Berlin einzuladen und eine Gemeinschaftsausstellung zu machen. Das Ganze wurde dann Tape Art Convention getauft und hat das erste Mal 2016 stattgefunden. Hat auch super viel Spaß gemacht, hat sich deswegen auch weiterentwickelt, dass dann 2018 wir das schon zum zweiten Mal gemacht haben. Beim ersten Mal waren es noch 9 Künstler und Kollektive, beim zweiten Mal über 20. Und jetzt eigentlich hätten 2020 das Ganze stattfinden sollen mit fast 30 Künstlern. Also einfach diese Tape-Art-Szene wächst auch mit den Jahren. Nicht nur, dass es jetzt mehr Künstler werden, die eingeladen worden sind zur Tape-Art-Convention, sondern auch tatsächlich, dass es einfach mehr als Kunstart auf der ganzen Welt so langsam sich etabliert. Und die Tape-Art-Convention versucht halt, ein Teil davon zu sein, das Ganze zu pushen. Und das ist auch das Bild, was ihr gerade seht. Das ist von der Tape-Art-Convention 2018. Da seht ihr so einige Künstler, die da mitgemacht haben und das Ganze mitgestaltet haben. Also es war dann wirklich so, dass wir da eine ganze Woche waren, das Ganze hochgezogen haben und zusammen halt Kunst gemacht haben, zusammen auch vielleicht abends was gemacht haben und einfach wirklich so diese Tape-Art-Szene zusammen zelebriert haben. Und davon wollen wir euch jetzt verschiedene Bilder zeigen, dass ihr so einen Einblick bekommt in die Tape-Art-Szene und einfach verschiedene Künstler und Artworks kennenlernt.
Gut. Ich dachte, du hast eins für Überspringen vielleicht, ne? Ist das nicht? Ne? Das ist okay. Das Bild. Ja. Fangen wir damit an. Das war der Eingangsbereich von der Neurotitan-Galerie, in der das stattgefunden hat. Und zwar ist das eine Wand, ein Wandbild von Felix Rodewald. Und zeigt eins so der allertypischsten, die typische Formsprache vielleicht, die einem auch als erstes in den Sinn kommt, wenn man mit Klebeband arbeitet, und zwar gerade Linien. Das ist einfach was, was wirklich in der Natur des Mediums liegt und auch für mich als Künstler irgendwie total begeistert hat daran. Einfach dieser Fakt, dass man eine 10 Meter lange Linie machen kann, die genau 2 Zentimeter dick ist, das kriegt man schwer mit irgendeinem anderen Medium hin, wie einem Pinsel oder einer Sprühdose. Im Zweifel will man das auch abkleben. Und damit kann man dann halt aufbauen auf dieser total banalen Sache sehr abstrakte und komplexe Muster auch gestalten. Hier sehen wir jetzt ein Bild von der Tape Art Convention auch 2018 von Carlo Galli. Das ist ein Künstler aus Italien und er hat hier mit Tape eine Bürgerrechtsaktivistin aus den USA porträtiert. Und von der Vorgehensweise war es so, dass er verschiedene Folien, die jetzt nicht über die ganze Fläche gehen, sondern es waren so vielleicht 6, 7 Folien, bedruckt hat, die dann aneinander angebracht hat und schon vorab halt das Konzept entworfen hat und das dann vor Ort nachgetaped hat. Und genau, dabei ist halt dieses Artwork rausgekommen, was auch nochmal so ein kleiner, ja, so eine kleine Story einfach, wenn man davor steht, dann hat man es gar nicht so sehr dieses Gesicht erkannt, aber dadurch, wenn man dann das mit dem Handy fotografiert hat oder mit einer Kamera und sich das einfach verkleinert hat optisch, ist dann wirklich nochmal so richtig dieses Gesicht zum Vorschein getreten. Das hier ist ein, fast schon eine Installation von Y1 aus der Schweiz. Und das kann man vielleicht gar nicht so gut erkennen, aber was er quasi hier gebaut hat, ist ein Zaun. Denn seine Bilder macht er ganz oft auf Zäunen. Das heißt, er nimmt das Klebeband und füllt die leeren, also spannt die quasi über diese Drahtlücken, über die leeren Flächen des Zaunes und macht so ganz oft Bilder an den Seiten von Gleisstrecken, zum Beispiel überall da, wo es halt Zäune gibt. Arbeitet viel mit Typografie, wird aber auch sehr kreativ bei und ist halt auch wieder ein ganz neuer Ansatz. Und in diesem Bild, in diesem schwarz-weißen, wenn ihr genau hinschaut, dann könnt ihr ganz oft den Schriftzug Y lesen. Also Y, französisch Y, sowohl in schwarzer Schrift als auch dann in weißer Schrift. Das heißt, guckt da mal genauer hin. Genau. Hier sehen wir jetzt ein Bild von Max Zorn. Das ist ein Künstler, der aus Amsterdam, in Amsterdam angefangen hat. Und er hat ist auch eigentlich so einer der bekanntesten Leute, wenn man in der Tape-Art-Szene, also wenn man von Tape-Art spricht, da ist eigentlich Max Zorn eigentlich immer einer, auf den man sofort stößt. Und hat auch diesen Stil mit etabliert, dass man mit diesem ganz normalen herkömmlichen Packband, diesem braunen Packband, was man von zu Hause kennt, mit dem man Pakete verpackt, damit arbeitet, das in verschiedenen Layern aufträgt und das Ganze dann mit einer Lichtbox beleuchtet und dadurch dann, indem man halt die verschiedenen Layer hat und dann dadurch dann mit Licht und Schatten spielen kann, dadurch so ein bisschen die Plastizität hervorbringen kann und damit dann halt die Artworks gestaltet. So eine kleine Side-Story noch ist, dass er damals in Amsterdam damit angefangen hat, an diesen alten Straßenlaternen, die es gab, und dann hast du halt tagsüber dann nur so einen braunen Fleck gehabt und hast du gar nicht richtig erkannt, was dort ist, und wenn dann die Straßenlaternen angehen, hast du halt ein richtiges Artwork dort. Und genau das sieht man jetzt halt auch auf diesem Bild, was wir noch in die Präsentation mit reingenommen haben. Einfach wie diese Lichtbox aussieht, wenn es aus ist, also eher so eine braune Masse, wo man gar nicht so richtig erkennt, was es ist, und dann machst du es an und hast halt ein cooles Artwork. Genau. Und das Bild zeigen wir ganz oft ganz zum Anfang von den Präsentationen. Das ist ein Kunstwerk von Efi Kupfer. Und es ist halt wahnsinnig detailliert. Das heißt, üblicherweise, wenn wir das den Leuten zeigen, kommt das oh oder ah oder krass, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Und auch in der Ausstellung, also wir hatten das da hängen und dann kam wirklich das Feedback, okay, voll die coolen Kunstwerke hier, aber warum hängt ihr dann mittendrin noch eine Fotografie?
Und wenn die Leute ganz nah dran gegangen sind, dann haben sie quasi die einzelnen Tape-Schnipsel gesehen und gemerkt, okay, das ist tatsächlich auch aus Klebeband gemacht. Hier sehen wir einen Künstler aus San Francisco. Sacramento, aus San Francisco. Ja, aus den USA. Tapigami. Und die haben auch wieder einen ganz, ganz eigenen Stil. Und zwar arbeiten sie hauptsächlich mit Papierband, rollen das meistens auch in so ganz lange Stücke. Einfach, ja, wie man halt so ein Papier halt rollt und dann entsteht ja so eine, entsteht eine Rolle halt. Ja, so ein Röhrchen halt, so ein kleiner, wie so ein Strohhalm oder sowas in der Richtung kann man sich das vorstellen. Und das benutzen sie dann, um Skulpturen zu machen. Zum Beispiel haben wir hier eine ganze Stadt, sieht man rechts in diesem Stil, und links auch so eine kleine Figürchen, so wie so ein Monster irgendwie, in dem sie halt das auch dieses gerollte Strohhalm-Ding dann wieder in kleine Stücke schneiden und dadurch dann halt Skulpturen machen, aber damit auch dann halt richtige Porträts zum Beispiel machen. Ja, das ist aber auch echt krass, die machen das rund um die Uhr. Also wir haben, wenn man die trifft, die haben immer eine Klebebandrolle in der Hand und machen diese Röhrchen, basteln dann da eine Blume draus und stecken die einem quasi aufs T-Shirt. Oder auch wenn man mit den U-Bahn fährt oder im Flugzeug, die machen das wirklich rund um die Uhr. Ist auf jeden Fall sehr intuit. Und das ist quasi das, was du gerade schon ansprechen wolltest. Ne? Das heißt, da, wenn man jetzt auf die rechte Seite schaut, das ist das Auge im Close-Up, dann sieht man da diese Kreise und diese Zellenform quasi. Das ist sozusagen der Querschnitt von Rollen, die aneinander geklebt sind und dann nochmal mit Klebeband rum. Das heißt, die nehmen diese Rollen, kleben die aneinander und dann zerschneiden sie die in ganz feine Scheibchen und haben das dann quasi wiederum auf, als Bild zusammengefügt und dann dieses Selbstporträt hat er dann daraus gemacht, also auch abgedreht. Ja. Hier sehen wir ein Bild von Christian Winkelmann, das ist ein Künstler aus Deutschland, der aus dem Autodesign stammt. Und im Autodesign arbeitet man ja auch oft mit Tapes, um die Outlines von so einem Auto zu gestalten oder auch das Auto an sich zu designen, weil sich Tape einfach sehr dafür eignet, also dünnes Tape sich sehr dafür eignet, um diese Kurven und diese Geschmeidigkeit zu gestalten. Und das ist sein Hintergrund. Und ja, er macht auch dann viele Bilder, die oftmals sehr schwungvoll sind, sehr dynamisch, oft auch halt diesen Aspekt der Kurven drin haben. Und das ist ein Beispiel davon. Das sind gleich zwei Wandbilder von Jay Walker, einem Künstler aus Philadelphia. Und hat hier quasi links das Leben und rechts den Tod dargestellt. Links, also der kam in Berlin an und ist erstmal shoppen gegangen, kam irgendwie mit zwei Tüten Klebebänder zurück, alle möglichen. Das heißt, links, da hat er wirklich im Hintergrund diese dickeren, bunten Streifen, sind aus Plastik. Diese Outlines, die weggehen, das sind so Kupferbänder, mit denen man Rohre isolieren kann. Dann hatte er Papier da drin, Gewebeband, ganz viele unterschiedliche Materialien. Ja. Und rechts halt dieser Totenkopf, der ist aus so einem Filamentband, das heißt, das ist durchsichtiges Plastikband mit so feinen Fäden drin. Und wenn man das dann je nach öfter übereinander legt, dann entsteht da eine hellere Fläche und wenn es nur einmal ist, dann eine dunklere Fläche. Ja. Hier sehen wir einen Künstler aus London, Benjamin Murphy. Und er arbeitet auch eher figürlich, würde ich sagen, also auf jeden Fall auch figürlich. Hat auch einen ganz eigenen Stil, in dem er mit schwarzem Isolierband arbeitet hauptsächlich und sich dieses Thema auch durch alle seine Bilder zieht. Und was man sich bei ihm vorstellen kann, und deswegen haben wir das rechte Bild noch mit reingenommen, dieses linke Bild, was ihr seht, das ist wirklich nur ein ganz kleines Format, das ist vielleicht so A5, ne? Meistens sind das so wirklich, ja, so ein bisschen größer als Postkarten. Ja, so in dem Stil, aber halt super filigran. Also ihr seht, wie viele kleine Details er aus diesen Bildern ausschneidet. Und was er dann manchmal auch macht, ist, dass er die Sachen ausschneidet und dann wieder für ein anderes Artwork verwendet. Das seht ihr auf der rechten Seite. Also diese Sachen sind wirklich auch ganz, ganz klein und filigran ausgeschnitten. Und dann kann man zum Beispiel die inneren Sachen nehmen, die für ein Bild nehmen und dann, was man ausgeschnitten hat, wieder rechts für ein anderes Artwork nehmen. Ja, und das ist einfach so ein Beispiel für sehr, sehr filigranes Arbeiten. Das ist ein Kunstwerk von Tape Metal Canvas, auch aus den USA. Und ich habe das jetzt gerade so betont, weil er mit ganz vielen reflektierenden Klebebändern hier gearbeitet hat. Und links sieht man also
das Bild bei ganz normaler Belichtung und rechts wurde das Bild, das gleiche Bild dann mit einem Blitz aufgenommen und dadurch, dass dann der Blitz quasi zurückgeworfen wird vom reflektierenden Tape, hat es direkt eine ganz andere Wirkung. Und es, das, diesen Effekt, den benutzen auch immer wieder Leute in ihren Tape-Art-Bildern. Ne? Genau, dann wollten wir noch mit euch über Materialien sprechen. Also es gibt natürlich ganz viele verschiedene Materialien, die man verwenden kann. Für uns zählt zu Tape-Art eigentlich alles so, was klebt. Das kann können Folien sein, das kann Gewebeband sein, das kann Papierband sein. Ja, also es gibt natürlich nach oben hin eigentlich kein Limit, was es an Klebebändern gibt. Wir haben mittlerweile schon so einiges kennengelernt, auch an verschiedenen Orten auf der Welt. Aber natürlich ja, kann man mit allem, was klebt, sozusagen Tape Art machen. Genau. Und je nachdem, was man für welches genaue Band man sich dann halt entscheidet, kann man verschiedene Effekte machen. Ne? Mhm. Also zum Beispiel das, was Max Zorn macht, das funktioniert halt wirklich eher nur mit diesem dünnen braunen Packband. Andere Sachen klappen dann mit so speziellen reflektierenden Sachen. Wiederum andere eben wirklich mit Gewebeband. Und wir haben uns irgendwie auch unserer Geschichte geschuldet dafür entschlossen, oder es, wir halten es für eine gute Idee, dass man ganz zu Anfang eher mit Gewebeband arbeitet. Das ist so ein bisschen das Medium, womit man sehr viel darstellen kann. Es gibt es in vielen Farben. Man kann damit wirklich kreativ eigentlich viele Sachen machen. Und es ist für den Anfang meines Erachtens nach eigentlich echt so mit das Beste. Genau, und jetzt haben wir euch so die verschiedenen Künstler gezeigt. Also nicht die verschiedenen Künstler, sondern einen Einblick in verschiedene Künstler. Da haben wir jetzt auch gar nicht irgendwen anders ausgelassen, aus irgendwelchen bestimmten Gründen, sondern einfach, wir haben gesagt, das sind ein paar gute Bilder, an denen man verschiedene Stile erklären kann und um das Ganze auch so kompakt wie möglich zu halten. Jetzt wollen wir mit Bildern von uns, also von unserem Kollektiv, euch so ein paar verschiedene Techniken zeigen, beziehungsweise Stile, die man mit diesen Techniken, die wir euch in dem Technikvideo dann erklären, gestalten kann. Jo, das ist ein Bild, das in Doha entstanden ist und ist schon irgendwie so ein sehr typisches Tape-Art-Bild, finde ich. Würde man vielleicht auch finden, wenn man das jetzt auf Pinterest oder Instagram sucht. Und für mich ist das irgendwie schon dem geschuldet, dass man eben gerade Linien super einfach machen kann. Ja? Das heißt, das geht ziemlich schnell, es ist sehr sauber, man kann mit dem Cuttermesser die Kanten sehr sauber schneiden und dadurch ist es relativ einfach, so eine dreidimensionale Polygon- oder Diamantenstruktur darzustellen. Genau, auf dem Bild ist einfach so ein sehr gutes Beispiel, wie man mit geraden Linien ein Artwork machen kann. Man kann die natürlich auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen ansetzen. Vielleicht würde man erstmal denken, ja, gerade Linie, ja toll. Aber das ist eben dieses Grundding, was Tape Art eigentlich so ja, für mich und ich denke auch für die meisten von uns so mit ausmacht, dass man eben mit geraden Linien arbeiten kann. Man kann natürlich auch viele verschiedene Sachen machen, aber diese perfekte gerade Linie und das ist halt ein Beispiel, wie man damit spielen kann, mit perfekten geraden Linien zu arbeiten. Genau, das ist von Stefan Busch, auch ein Mitglied von TEDet, so wie jetzt alle Bilder. Und es besteht im Prinzip auch nur aus geraden Linien. Er erklärt das immer so, dass er sich quasi eine Regel aufstellt. Das heißt, er hat hier drei verschiedene Winkel und in diesen macht er dann quasi gerade Linien in verschiedenen Dicken, fügt dann wieder welche hinzu, nimmt welche raus und er schafft dann so dieses abstrakte Muster. Hier haben wir ein Artwork von Niki Lavin und das haben wir mit reingenommen, um zu zeigen, dass man natürlich mit Tape Art auch gut Objekte und vor allen Dingen, gut rechteckige Objekte und Gebäude eben darstellen kann. Dafür eignet sich Tape Art halt sehr gut, weil man gut mit Fluchtpunkten arbeiten kann und ja, einfach gut sowas wie Fenster, Türen, einfach diese rechteckigen Objekte eignen sich super, um sie mit Tape Art darzustellen, aber natürlich nicht nur, und das zeigt das Bild hier auch, dass man auch super gut Typografie machen kann. Man kann auch viele kleine Details, sieht man hier in dem Bild, kleine Figürchen, die Kinoposter, ja, und auch oben diese abstrakte Wolkenlandschaft. Und ja, das fällt ja eigentlich so ein bisschen raus und da haben wir ja auch diskutiert, ob wir das Bild hier mit reinnehmen sollen oder nicht, aber das ist eben einfach dieser Punkt, dass man sehr gut verschiedene so Gebäude darstellen kann und hier in dem Bild aber zusätzlich auch noch sieht, was alles noch so mit Tape Art möglich ist.
Vor allem halt, dass man so in die Perspektive gehen kann und Dimensionen gut darstellen kann durch die geraden Linien halt. Ne? Also die Straßen zum Beispiel, mit Fluchtpunkten arbeiten, das bietet sich dann an. Das ist ein Foto aus einer Rauminstallation. Das heißt, da haben wir wirklich den gesamten Raum gestaltet mit ausschließlich geraden Linien. Das heißt, da sind gerade Linien en masse. Und durch diese variierenden Abstände, die man da quasi zwischen diesen geraden Linien hat, erzeugt man so ein Gefühl von, ja, weiß ich nicht, so Aufbrechen der vorhandenen Raumdimensionen sozusagen. Und wenn man dann in diesem Raum stand, dann hatte das schon eine krasse Wirkung. Das war dann noch gekoppelt mit so einer Augmented Reality Erfahrung. Das heißt, man konnte da reingehen mit einem Smartphone, dann diesen Raum scannen und dann auf das Display drücken und dann sind bunte Würfel aus den Lücken rausgefallen und man konnte quasi das Artwork selber auch mitgestalten so ein bisschen. Und vielleicht auch so ein bisschen noch, dass man ein Gefühl dafür bekommt, weil also das ist schon eigentlich ein massives Ding und das haben wir zu fünf, glaube ich, in so einer Woche bis 10 Tagen gemacht mit allem Pipapo. Ja, einfach ein sehr gutes Beispiel hier von Stefan kam das Design, einfach wie man auch wieder mit diesen geraden Linien einfach total ausrasten kann. Ich glaube, danach konnten wir auch gerade Linien erstmal nicht sehen. willst du mal? Ja, das ist von Niki Davin aus unserem Kollektiv. Und hier ist eigentlich so das Hauptding, dass der Betrachter des Kunstwerks Teil des Kunstwerks wird. Das heißt, ihr seht, erstmal wieder sind wir noch gerade beim Thema geraden Linien. Das heißt, man kann gerade Linien natürlich wieder in verschiedenen Arten und Weisen anordnen. Und dann sieht man hier sehr gut, wie man auch diese Linien bei Tape Art super mit anderen Farben kombinieren kann. Weil wenn du einfach die Farben übereinander legst, sie haben perfekt die gleiche Breite. Und dadurch kann man die Linie einfach in einer anderen Farbe weiterlaufen. Das sieht man hier erstens gut. Dann zweitens seht ihr in der Mitte, da hängt so ein Kittel. Und da war so diese Grundidee, dass die Person einfach hinkommen kann, sich diesen Kittel anziehen kann und wirklich Teil des Artworks wird. Hier, das ist eine Installation aus Taiwan und das Ganze ist von Adrian Dittert und mir und wir haben da halt sozusagen uns vorab gedacht, dass dort ein Blacklight-Tunnel sein soll. Also da haben wir ganz viele verschiedene Installationen gemacht. Das war der Part Blacklight-Tunnel. So, da war die Idee, mit Neonfarben zu arbeiten und das Ganze dann mit Schwarzlicht zu beleuchten. Und hier sieht man auch wieder einfach gerade Linien, aber halt in so einer ja, ganz anderen Form halt angelegt. Also nicht nur wirklich in diesen geraden Formen, dass alles sich perfekt rechtwinklig überlappt, sondern einfach in verschiedenen Winkeln. Und innen ist es so enger und nach außen wird es dann immer weiter pro Fleck, sage ich jetzt mal, pro Punkt. Und dadurch entsteht auch wieder so ein nicht wabernder Effekt, aber dadurch entsteht halt dieser Tunneleffekt, sage ich mal, noch mehr verstärkt. Und was man hier auch noch ganz gut sieht, ist dadurch, dass dieses Muster sich immer wieder wiederholt und auch über die Ecken geht, verschwindet so ein bisschen dieser Raum. Das heißt, auf den ersten Blick erkennt man vielleicht gar nicht, wo jetzt die linke Wand ist, wo die rechte Wand ist, wo der Boden ist und der Hintergrund. Und ja, hat super viel Spaß gemacht auch. Das ist eine Fassade, die wir im Zuge vom Berlin Mural Fest 2018 gestaltet haben. Die war schon blau und dann haben wir erstmal diesen gesamten Hintergrund mit Folie, ist das jetzt hier grundiert quasi und so einen quasi Farbverlauf dargestellt. Das heißt, wir reden jetzt ganz viel über die positiven Eigenschaften und hey, man kann super gerade Linien machen. Es ist aber irgendwie halt einfach nur eine andere Eigenschaft, ne? Also man kann jetzt zum Beispiel nicht so gut ganz, ganz viele kleine Kreise machen oder eben zum Beispiel Farbverläufe. Also das sind einfach andere Eigenschaften vom Klebeband und dort sieht man also diesen Farbverlauf blauen und dann unten im braunen zum gelben. Genau. Und man sieht dieses Fahrrad davor, das heißt, das war auch schon wirklich massiv. Dieser Rahmen ist dann aus einem spiegelnden Band. Im Vordergrund ist dann diese schwarze, abstrakte Linienstruktur. Genau. Das ist eine Installation vom Berliner Hauptbahnhof. Das ist jetzt mittlerweile schon ein paar Jahre her, aus 2016. Und da hatte der Berliner Hauptbahnhof 10-jähriges Jubiläum. Und da wurden wir eingeladen, die Fassade zu gestalten, haben aber auch noch ganz, ganz viel im Hauptbahnhof selber gemacht.
also die ganz über 2-3 Etagen die Böden gestaltet und auch 2 Wände. Und das haben wir mit reingenommen, um euch zu zeigen, auch nochmal, was für Dimensionen das Ganze haben kann. Wir haben gerade schon über ein Mural gesprochen. Hier war aber nochmal der Fall, das war so 26 Meter hoch und das war auch so eins der ersten Fassaden, die wir gestaltet haben. Und ja, das ist einfach so ein Ding, wo wir, glaube ich, einfach so ein bisschen stolz drauf sind, weil es so das erste große Fassadenbild war, was wir gemacht haben. Und ja, das so ein bisschen die Dimension zeigt, aber auch wieder die Materialien, über die wir eben schon gesprochen haben, weil natürlich wird es, wenn man so groß arbeitet, wird es irgendwann schwierig, mit diesen Tape-Streifen aus Gewebeband zu arbeiten, weil einfach es irgendwann schwierig wird, das abzuziehen. Und da verwenden wir dann Folien, um so großflächig zu arbeiten. Und wir haben das halt dort auch machen dürfen, weil es eben temporär war. Das heißt, das konnte man danach wieder entfernen. Und das ist auch eine Frage, die ziemlich oft in Workshops gestellt wird eigentlich, ob man Klebeband dann einfach wieder abmachen kann. Ich kann da ganz kurz zu was sagen, und zwar, wir kriegen die Frage auch so ganz oft, und es kommt so ein bisschen drauf an, also es kommt auf den Untergrund drauf an, wie gut die Wand gestrichen ist. Das ist eigentlich so das Wichtige. Das heißt, wenn da irgendwie sowieso ein bisschen Farbe abbröckelt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wenn ihr da ein Klebeband drüber zieht und dann wieder abmacht, dass da einfach die Farbe wieder mit abkommt. Es kann aber auch sein, wenn ihr das Klebeband ganz lange auf der Wand trocknen lasst, je nachdem, was es für eins ist und wie feucht es ist, wie warm es ist, dann kann es sein, dass der Kleber quasi austrocknet und diese Kleberückstände da bleiben. Das heißt, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein und gucken, was ist der Untergrund, was wäre da vielleicht das beste Material, um darauf zu arbeiten. Und im Zweifel testen wir es eigentlich immer. Das heißt, wenn wir uns nicht sicher sind, machen wir Teststreifen irgendwo, wo man es nicht sieht, und gucken, wie sich das dann da verhält. Dann geht es weiter, und zwar mit Kurven und Formen. Das heißt, wir hatten vielleicht, ja, bei Christian Winkelmann hattet ihr ja schon gesehen, okay, es geht auch mit Kurven. Und das ist auch eine ganz häufige Frage, kann man Kurven machen? Und dieses Bild in Eau de Cologne heißt das, auch von Niki. Zeigt eben ganz gut, ja, geht auf jeden Fall. Das heißt, wir sehen hier gerade in den Haaren sind quasi Übergänge von geraden Linien zu Kurven und gewellten Formen. Und die Faustregel ist eigentlich, je dünner das Klebeband, desto besser kann man Kurven machen. Das heißt, wenn man jetzt so ein ganz breites hat, dann kann man da nur sehr schwierig Kurven machen. Und wenn man ganz dünne Klebebänder hat, so wie diese Haare, dann funktioniert das besser. Genau, und hier ist jetzt so eigentlich so ein, ja, eigentlich das, was der Stefan gerade schon angesprochen hat. Und zwar sind jetzt hier kurvige Strukturen, das sind jetzt nicht wirklich richtige Kurven, aber ich sag mal so kurvige Strukturen mit dickerem Klebeband von Stefan Busch in Saudi-Arabien ist das. Und dort hat er das einfach so ein bisschen geknickt. Das kann man natürlich auch machen. Also das heißt, du musst es natürlich nicht immer so machen, dass es perfekt sauber und clean aussieht. Also das ist natürlich gerade in der Kunst, also jedem überlassen, wie er es macht, was er als ästhetisch empfindet und worauf er vielleicht gerade einfach mal Bock hat. Und so könnt ihr natürlich auch arbeiten, indem ihr das Tape dann einfach bewusst knickt und das so ein bisschen dann so eine wellige Struktur, also mit wellig meine ich, dass es wirklich halt nicht glatt ist, sondern ja, ein bisschen hervorkommt, und das kann man natürlich auch machen. Hier auch nochmal ein Beispiel, wo man das ganz gut sieht, also gerade Linien und dann sehr gewellte Linien. Manche von diesen Kurven, die sind auch nicht perfekt durchgehend sozusagen, sondern haben so ein bisschen Knick drin. Das heißt, man kann natürlich auch so eine Abstufung machen. Ne? Hier sieht man jetzt auch wieder Kurven dargestellt, allerdings indem man negativ arbeitet. Also hier hat das Bild ist von Ariel, und hier hat er so typische Muster, die man in Taiwan vielleicht findet. Das war für eine Ausstellung in Taiwan oder daran angelehnt. Benutzt und damit dann negativ gearbeitet, und so kann man natürlich auch runde Sachen darstellen, indem man das Tape einfach ausschneidet. Gerade bei so kleineren Formen, wie bei Augen zum Beispiel, wenn man da so kleine, feine Kreise oder so ausschneidet, dann bietet sich das gut an. Und ja, perfekter Übergang. Das ist von Atao, und er hatte da quasi diese Raumhälfte genommen und damit so halbtransparenten Folien gearbeitet und sich, glaube ich, auch
Er hat das Freestyle gemacht und sich von den Formen, die er da so gesehen hat, inspirieren lassen und dann auch eben so richtig geschwungene Sachen ausgeschnitten. Und das ist genau diese Arbeitsweise, im Negativen zu arbeiten. Das heißt, man sieht die geraden Linien, die geraden Streifen und dann quasi die runden Sachen ausgeschnitten. Genau, und jetzt kommen wir dann zum nächsten Thema, so ein bisschen von den abstrakten, eher geradlinigen Sachen kommen wir jetzt dann hin zu den figürlichen Sachen und Porträts. Hier haben wir ein Porträt von Pharrell Williams, was Adrian gestaltet hat. Und darüber haben wir gerade eigentlich schon gesprochen, von diesem Negativ-Ausschneiden, indem man einfach das Tape nimmt und ausschneidet, kann man dann so eigentlich ziemlich jede Form machen, die man machen möchte. Das ist sehr ähnlich von der Machart her, das heißt auch so ein bisschen Stencil-mäßig, aber quasi hier so ein Glitch-Effekt, ich glaube, das heißt auch Glitch-Man. Mhm. Und man hat halt so diese Farb-Glitch und unten auch so einen Balken, der da rausgenommen wurde. Genau. Hier seht ihr ein Porträt von Stefan Busch und man sieht hier, ja, auch wie das ist so, haben wir auch so überlegt, ja, sollen wir es mit zu figürlich nehmen, aber es ist eigentlich noch figürlich, ist aber auch schon sehr abstrakt noch und einfach, sage ich, zwei Stile gemischt, würde ich sagen. Also im Hintergrund sieht man dieses wieder Negativarbeiten, von dem ich schon öfters gesprochen habe, jetzt bei den Augen sehr abstrakt dargestellt, einfach nur Flächen gefüllt, über den Augen und die Augenbrauen dann wieder ausgeschnitten und dann aber gehighlightet mit einer typischen Tape-Art-Linie sozusagen, die Highlights über das Gesicht gesetzt. Das ist ein Gesicht, was im Bunker in Köln entstanden ist, auch von Stefan Busch. Und hier sieht man so, es war ein sehr beengender Raum in diesem Bunker und er hat dann da mit Neon-Tapes auch drin gearbeitet. Und wenn man jetzt blaues oder UV-Licht auch genommen hat, da haben zum Beispiel die Augen total krass geleuchtet. Ja. Hier ist ein Bild von Thomas und ja, das Bild hätte man eigentlich auch an den Anfang setzen können, weil es nur aus geraden Linien besteht. Und einfach dadurch, wie diese geraden Linien übereinander gelegt sind und dadurch diese Schattierungen in den Augenhöhlen entstehen, unter der Lippe der Schatten entsteht, unter dem Kinn, ja, kann man eigentlich sehr, sehr, sehr gut, und weil das menschliche Auge das auch sehr leicht erkennt, ein Gesicht darstellen. Und ja, also ich feiere das Bild total, mir gefällt das super. Einfach diese ureigene Eigenschaft von Tape Art genutzt, um ja, was Menschliches darzustellen. Das ist ein T-Jaw, da hat der Stefan in Vietnam gemacht. Und das ist halt krass, weil er da mit sehr, sehr, sehr feinen Linien und Schraffuren und Kreuzschraffur gearbeitet hat und so dann die verschiedenen ja, Flächen schattiert und schraffiert hat. Das ist ein Artwork aus dem Bunker, aus einem Bunker in Köln, wo wir eine kleine Ausstellung gemacht haben. Und hier sieht man auch wieder was Figürliches, und zwar eine Schlange, die so einen comichaften Stil hat. Und was man auch sehr gut sieht, ist, was man mit Tape auch sehr gut machen kann, ist so Muster, die sich wiederholen. Weil man es einfach sehr ähnlich gut darstellen kann und diese Schuppenflechte, die Schuppenflechte, diese Schuppen, das kannst du ruhig drin lassen, diese Schuppen meine ich, von der Schlange als Muster, ja, einfach wiederholt. Okay, das waren so ein bisschen die verschiedenen Formsprachen, die wir benutzen, zu denen und auch zu den Künstlern, die wir vorher gezeigt haben. Ne? Wir wollen hier auf keinen Fall Anspruch auf Vollständigkeit erheben, aber wir reden jetzt schon viel zu lange und es gibt noch ganz, ganz viele krasse andere Künstler da draußen, die super neue Sachen auch immer entwickeln, und auch bei den Workshops, die wir halten, ist super oft so, dass Leute, die zum ersten Mal mit dem Medium arbeiten, neue Sachen entwickeln, die wir auch immer noch nicht gesehen haben. Das heißt, da sind der Fantasie und der Kreativität eigentlich keine Grenzen gesetzt.
Genau, das war es jetzt auch schon mit der Präsentation. Ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Einblick bekommen, was man alles mit Tape Art machen kann, und habt jetzt auch schon Lust bekommen, selber ein Artwork zu machen. Und ja, wir wollen uns einfach bedanken, dass ihr uns zugehört habt, und wir hoffen, dass es einfach spannend auch für euch war. Und in den nächsten Videos zeigen wir euch dann noch verschiedene Techniken, die ihr dann anwenden könnt. Genau, und wir freuen uns auf jeden Fall total, wenn ihr auch zeigt, was ihr gemacht habt. Das heißt, wenn ihr eure Werke dokumentiert, hochladet, gerne Hashtag Tape Art Academy verwenden. Und am wichtigsten ist, dass das Ganze Spaß macht. Das heißt, probiert aus, schaut, was ihr damit machen könnt, und ja, viel Spaß.